Ein neues Gesicht hier am Kanal, oder eigentlich gar nicht neu, ein ganz bekannter, der Ben. Den kennt ihr ja schon aus dem Interview und außerdem warst du im letzten Vlog von mir, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja, in Bremerhaven. Ja. Ganz genau, da haben wir ein hammergeiles Spiel gehabt, oder? Auf jeden Fall. Das war richtig geil. Ihr seht, der Kollege ist Game of Thrones Stark-Fan und er ist Star Trek-Fan, hat uns direkt demonstriert. Ja, auf jeden Fall, wir sind hier, um die Kampagne weiterzuspielen. Ihr habt es ja gefordert und der Ben hat eine wunderschöne Minas Tirith-Armee und die wird er uns auch in der Kampagne zeigen. Aber vorher müssen wir noch Smeargol bändigen und das ist das Szenario, das wir hier spielen werden. Smeargols Bändigung. Es gibt nur drei Figuren, es gibt nur Sam, Frodo und Smeargol und ihr seht, wir spielen hier auf unserer Platte für Emin Muil und es gibt diverseste Regeln, also Gollum natürlich, der wird immer vom Spieler mit der Initiative kontrolliert und das Ziel von Gollum ist es, den Ringträger zu töten und die Ringträger und Sam, was wollen die? Die wollen ihn fangen. Die wollen ihn fangen, ganz genau so ist es. Also die werden den nicht töten, sondern nur fangen. Gollum hat mächtig Angst vor Stich und Stich hat der liebe Frodo auch schon. Das ist zwar nicht wie Stich bemalt, aber er hat es auf jeden Fall. Und da werden wir auf jeden Fall schauen, wenn er das zu sehen kriegt, dann kriegt er nämlich Angst. Da werden wir auch. Und die Hobbits schlafen. Und es kann sein, dass der Gollum sie überrascht und dann schauen wir mal direkt. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, deine schlafen, ich bin die böse Seite. Initiative brauchen wir nicht würfeln. Ich darf mich jetzt einfach mal 6 Zoll, also 5. Misst du mal 5 Zoll und bewegst mich dann mal Richtung Spielmitte? Nur 4 Zoll, ich weiß es nicht. Nee, 5 Zoll. 5 Zoll brennt der Kollege hier. 5 Zoll. Ja, dann ihr schlaft, das heißt, demzufolge haben die Kollegen jetzt in der ersten Runde nichts zu tun. Und jetzt möchte ich. 4 Zoll bewegt er sich. 4? Ach, ist ein Hobbit. Ist ein Hobbit tatsächlich. Ja, in einem anderen Regelbuch bewegt er sich nämlich 5 Zoll. Ja. Weil hier bewegt er sich 5 Zoll. Egal, dann spielen wir mit 4 Zoll, ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Dann gehen wir 1 Zoll zurück. Das ist kein Problem. Ja. Gut, dann nächste Runde. Bewegst du mich wieder 4 Zoll vor? Ja, die schlafen jetzt. Ja, die schlafen immer noch. Und so jetzt. Achso, nein, wir müssen ja würfeln. Machen die auf? Nee, wir müssen ja würfeln, wer die nicht hat, weil der kontrolliert ja, den ja jetzt. Ja, kontrolliert. Genau, so. 2. Weiter geht's. 5, 4, ich habe die Ini, das heißt, ich kann den 4 Zoll bewegen. So, jetzt sind wir innerhalb von 6 Zoll und jetzt darf der Spieler mit der Ini einen Würfel werfen und versuchen, ob die aufwachen oder nicht. Wie weit ist das entfernt? 6 Zoll, ist das richtig? Ja, 6 Zoll, perfekt. Also ich darf keine 6 würfeln. Keine 6. Bei einer 6. Bei einer 6 wachst du nämlich auf und das wird ja schlecht für mich. 6 sehen. Nein, die ist nicht passiert. Okay, gut. So, ich habe hier übrigens gerade meinen Plastikfoto abgebrochen. Das ist schlecht. Muss man gleich wieder angehen. Kein Problem. Gut, dann Initiative. 4. 1. Du hast sie. Wo gehst du hin mit ihm? Ich glaube, ich bleib. Nein, komm. Das ist ja langweilig, oder? So, du kannst jetzt versuchen. Genau, das ist das zweite Distanz und es könnte sein, dass ein Stein fällt und dass die aufwachen. Eine 4. Oh, die Hobbits sind wach. Die Hobbits sind wach. Ja, das heißt, du darfst eigentlich auch direkt mit denen sofort bewegen. Jawohl. Gucken wir mal. Und du könntest jetzt überlegen, mich anzugreifen. Mach ich natürlich mit beiden direkt. Kommen beide dran. Oh, du greifst mich direkt mit 2 an. Jawohl. Super. Ja, das ist natürlich schlecht. Wir haben in der Kampagne gibt es ja keine heroischen Schläge. Das weißt du ja. Demzufolge habe ich mit K4 die höhere Kampfkraft. Und 2 Würfel, du hast auch 2 Würfel. Du musst 2 unterschiedliche Farben nehmen, damit du weißt, wie du motivierst. Rot ist für Sam. Ja. Blau ist Frodo. Ja. Schon mal. Boah, der legt da vor mit der Doppel-6, ey. Jawohl. Ja, da kann ich gar nichts gegen tun. So, ich muss einen Muttest ablegen. Ach gut, ja. Und jetzt müssen wir mal hoffen, dass ich hier den Muttest bestehe, weil sonst war das ein ganz kurzes Spiel. Oh, nein, reicht nicht. Wir fahren 4 dann, oder? Dann muss ich Willenskraft oder muss das Heldentum einsetzen? Der hat keine Willenskraft, oder? Der hat keine Willenskraft, der hat ein Heldentum. Dann muss ich das Heldentum einsetzen, das war ja eine ganz schlechte Runde. Okay, und du darfst natürlich auch noch versuchen, mich zu verwunden. Ja. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, auf die, war das der Verteidigung 4? Ja, das heißt, auf die. Beide auf die 5, genau. Eine 5? Eine 5 und du konntest ein Heldentum einsetzen. Ja, der blaue war Sam, deswegen. Richtig. Der hat nur einen, deswegen lasse ich den erstmal liegen. Gott, also eine Verwundung für Gollum. Gott, dann haben wir jetzt Initiative. Und jawohl. Schauen wir mal, was jetzt. Vielleicht klappt es jetzt besser. 1, 5. Ja, der Kollege hat schon wieder
Was machst du hier? Er geht wieder komplett einmal ran hier. Also, gut, dann darf ich wieder zwei Würfeln würfeln, wenn du wieder die Doppel-6 vorlegst. Was ich damit hier mache? Licht nur einmal die Doppel-6 vor, dann brauche ich gar nicht würfeln. So. Eine 4. Nee, 4 kann ich viel schwach. Boah, wieder die 6, ey. Ja, das heißt, ich muss wieder einen Muttest ablegen. Ja. Diesmal schaffen wir den Muttest, oder? 6 und 3, jawohl, das ist geschafft hier. So, was haben wir hier? Gehen wir mal hier hin, damit wir ein schönes Close-up von den Stinkern hier haben. Ja, wunderbar so. Wieder die 5. Ja. Grüne ist zusammengewesen. Nix. Muss zurückweichen. Ich hab auch kein Heldentum. Und Initiative. Jawohl. Ich habe eine 6. Jetzt bin ich dran. Gut, dann ich greife nur Frodo an. Aber gut, du kommst ja natürlich ran. Und jetzt komm. Gollum, jetzt zeig uns mal, dass du auch was drauf hast. Hier, Doppel-6. Jetzt ganz arrogant, nur der Sam. Oh. Nein, das ist K. Ich glaube, die höre K. Ah, der Frodo rettet den Tag. Ja, das heißt, ich muss wieder versuchen. Muttest? Oh. Ja, das bedeutet, du hast mich überwältigt und ich bin gefesselt. Und ja, das heißt, die gute Seite hat dieses Szenario gewonnen. Wir haben kein Heldentum ausgegeben, das heißt, wir brauchen auch in der Tabelle nichts vermerken. Du hast ein Heldentum ausgegeben. Das ist richtig, aber ich kriege alles zurück, wenn ich das richtig sehe. Ja. Nee, Heldentum nicht. Heldentum muss ich würfeln, ob ich das zurückkriege. Auf 4 oder besser. Jawohl, er kriegt das zurück. Wunderbar. Dann, es gibt keinen Kill, weil ist ja niemand getötet worden, oder? Das heißt, wir brauchen in der Kampagne nichts eintragen. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an diesem kleinen Minus-Szenario hier. Und ja, hätte auch anders ausgehen können, wenn ich ein bisschen besser gewürfelt hätte. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, wir haben uns dazu entschieden, das Szenario nochmal zu spielen. Das zählt natürlich die erste Runde, aber irgendwie war es witzig. Und wir haben gesagt, scheiße, wenn der Gold ein bisschen besser gewürfelt hätte, dann hätte es anders ausgehen können. Und das wollen wir einfach mal sehen, ob das funktioniert. Dann würden wir mal Indie würfeln und schauen, ob sich der Kollege... Ah, ich habe eine 6. Was hast du? 5. Das heißt, ich bewege den Kollegen hier 5 Zoll rüber. Bewegst du ihn für mich? Das mache ich mal. 4 Zoll. Ah, 4 Zoll. 4 Zoll, 5 Zoll. Alles gut. 5 Zoll. 5. So, Initiative. Ja, weil du schläfst, ja. Ich habe eine 3 und du hast die 2. Das heißt, ich darf mich erneut 5 Zoll drauf bewegen. Und jetzt kann es sein, dass du aufwachst. Ja, jetzt ist so viel. Und da gucken wir mal, was passiert. 3. Wachst du auf? Wachst du auf? Musst du messen, ich weiß nicht, wie weit das ist. Ja, das ist 6 Zoll. Hm? Ach so, 3 Zoll muss er ja sein. Sag mir das so. Nee. Nee, wunderbar. Gott, dann kann ich noch eine Runde hoffen? Kann ich noch eine Runde hoffen? Überraschend. 5? Was hast du? Brauche ich eine 6, ne? Oder auch eine 5. Ah, das ist sehr gut. Weil jetzt kann ich nämlich die beiden hier angreifen und gewinne automatisch den Nahkampf. Und das ist natürlich extrem wichtig. Jetzt sind sie natürlich wach, ist klar. Aber ich gewinne automatisch den Nahkampf. Und das tue ich. Ich bin fies und hau auf den Ringträger. Ich gewinne automatisch Nahkampf und 1 und 3 ist natürlich nicht sonderlich viel. Das war schlecht gewürfelt. Wird getrennt, ihr seid wach. Jawohl. Also eigentlich liegen die ja am Boden, wenn die schlafen. Das, ich wollte gerade sagen, dann darf ich eigentlich nochmal draufschlagen. Gell? Komm, nochmal. Oh, 2 Verwundungen für Frodo. Dann muss er jetzt sein Schicksal machen, aber er hat ja genug. Hoffe ich. Ersten steht. Und der zweite steht auch. Oh, ja, Gott. So, das heißt, die liegen jetzt am Boden. Jawohl. Haben wir festgestellt, weil die sind ja. Aber natürlich hast du mehr Heldentum und kannst ziemlich sicher vermutlich gleich aufstellen. Inni. 3. Und die Inni. 3. Du hast die Inni. Das heißt, du könntest jetzt einfach mal Gollum stehen lassen, weil du ihn ja bewegen darfst und einfach aufstehen und ihn angreifen. Und du kannst ihn auch einkreisen. Das ist natürlich das ganz mächtig. Natürlich. Oh, das ist natürlich ganz gefährlich jetzt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. So. Komm, eine 6, Gollum. Da ist eine 5 und noch eine 5. Er hat noch Heldentum. Ah, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Komm. Der Grüne ist Frodo. Frodo hat dieses... Oh, die das setze ich jetzt Heldentum ein, ist klar. Und jetzt wird der liebe Frodo nach Hause gehen. Jetzt wird der Frodo nach Hause gehen. Mit der Doppel-6. Oh, Heldentum vollkommen umsonst ausgegeben. Scheiße. Ja, Initiative. Die 5, die 4. Ja, ich greife Kollegen Frodo hier an und natürlich kannst du mich jetzt nicht einkreisen, aber du kannst mich gerne angreifen. Achso, Entschuldigung, das hier ist Frodo, verzeihung. Sorry, das ist Frodo. Ja, wir haben wieder 2 Würfel und komm, Gollum, wir wollen eine 5 sehen. Eine 3 ist zu wenig, du gewinnst. Ich muss einen Muttest ablegen.
Ah, oh, das ist ein mutiger Golem, das ist ein mutiger Golem, oder? Jawohl. Und jetzt auf die 5. Dann setze ich mal einen Heldentum von Sam ein. Der ist dann trocken. Ja. Für diese Runde. Das heißt, er hat nur noch ein Leben. Ein Leben. Ini, ich habe eine 2. Du hast eine 1. Das heißt, ich greife Kollegen Frodo wieder an. Und ich gehe davon aus, dass du Ebenwohl angreifst. So, komm, Doppel 6. Oh, was würfel ich denn heute? Und da ist die 6. Da ist die HTL 6. Ja, ich muss einen erneuten Muttest ablegen. Gucken wir mal, ob er sich ergibt, weil er Angst vor Stich hat. 6, das reicht. Mut 4, wunderbar. Nichts. Nichts. Initiative. Ich habe eine 3. 6. Also die sind natürlich getrennt hier. Was machst du? Treffst du an. Gott. Komm. Da ist... Oh, das kann ich mal schlagen hier. Und da ist die 6. Und jetzt, lieber Frodo. Jetzt, lieber Frodo. Das Schicksal Mittelerdes liegt in diesem Wurf. 5 und 3. Das ist eine Verwundung. Ja. Du hast noch ein Schicksal, wenn ich das richtig sehe. Oh, den steht auch. Ach da. Das heißt, du hast noch 2 Lebenspunkte. Jawohl. So. 4. Oder 4. Ich hab. Ja. Frodo, du willst angegriffen werden. So, und jetzt, gleich nochmal das Szenario. Und jetzt. Oh, das ist natürlich eine Drucksituation mit der 6. Und der habe ich nicht standhalten können. Ja, Muttest. Muttest besteht er. Jetzt hau ich den kaputt. Nix. Das ist schon mal eine Runde. Und die andere. Ich habe. Der hat nur 2 Lebenspunkte, komm, dann gibt Frodo 2 Heldentumspunkte raus. Oh, du bist ja gemein zu mir. Okay, aber ein cooles Szenario empfehle ich jedem mal zu spielen. Dauert 5 Minuten und hat echt Bock gemacht, oder? Ja, okay. Ja. Dann ist er tot. Gut, wir spielen natürlich mit den Werten von vorher weiter. Wir haben gesagt, das ist die gültige. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Szenario. Ciao.